Hey Leute, willkommen zu diesem kurzen Video. Besuche im Verlauf eines Matches verschiedene benannte Orte. Relativ simpel eigentlich. Ich zeige es euch trotzdem mal, wie ich es machen würde und wie ich es ja jetzt auch mache. Ich lande hier bei Chonka Speedway, weil hier stehen immer voll getankte Whiplash, die komplett schon ausgestattet sind. Also die sind, wie gesagt, voll getankt und die haben diese Offroad-Reifen drauf. Das hilft natürlich ungemein, um diese Aufgabe zu erledigen. Also ich lande hier und fahre direkt, ups, jetzt habe ich einmal nicht aufgepasst, ey, und fahre dann direkt zu Kondo Canyon, würde ich jetzt fahren. Oh Gott, Alter, das ist auch manchmal wirklich... Was übrigens sehr cool wäre, ich weiß, komplett hypothetisch, aber es wäre cool, wenn der Chopper schon im Game wäre. Ja, also wer es jetzt nicht eilig hat, der kann natürlich den Chopper... Oh Gott, es kann nicht wahr sein, Alter, wirklich, ey, manchmal ist das so schlecht. So schlecht, ich könnte da ausrasten, aber egal. Zurück zum Chopper. Wäre cool, wenn der da wäre. Ja, wäre, hätte und so weiter und so fort. So, normalerweise ist das hier der Place Nummer 2. Hat das jetzt gezählt? Ja, hat es. Ich markiere mir direkt den nächsten Ort. Das ist grob, zumindest mal. Das ist The Genesis. Sorry, Kollege, wollte ich nicht, ging nicht anders. Da fahren wir jetzt als nächstes hin und hoffen einfach, dass mir jetzt keiner noch den Reifen zerschießt. Dann würde das irgendwie zu dem Tag passen. So, jetzt bin ich hier bei The Genesis, müsste eigentlich, hat schon gezählt, brauche ich gar nicht weiter reinfahren. Da seht ihr, da kommt auch schon wieder jemand. Dann fahre ich jetzt hoch zu Sanctuary. Das ist doch mal hier eine wilde Fahrt, ey. So, da müsste ich jetzt auch gleich bei rauskommen, immer geradeaus. Und dann Corny Crossroads wäre ja noch eine Möglichkeit. Habe ich mir auch schon markiert. Schaut mal, jetzt ist schon die Nummer 4 am Start. Ich düse jetzt hier einfach mal mit meinem heftigen Offroad Whiplash genau gegen den nächsten Baum. Einfach mal durch. Das ist auch immer der Hammer. Du kannst alles um und tot und kaputt fahren. Kein Problem, aber manchmal gibt es so Situationen, da landest du an irgendeinem Zaun und schon ist alles aus. Alles. Aber okay. Was soll's? Ich will mich nicht ärgern. Ich will mich nicht ärgern. Hier. Bam. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, du kannst halt einfach nicht fahren. Daran kann es natürlich auch liegen. Ja. Bin jetzt vielleicht nicht so der krasseste Driver. Ihr seid vielleicht besser. Dann habt ihr nicht so eine Probleme. So, schaut mal, da sehen wir das Ziel schon, da hinten. Boom. Relativ easy, oder? Hat jetzt nicht lange gedauert. Der Sturm hat so ein bisschen mitgemacht, aber in der Zeit war ja auch kein Thema. Ihr seht's, ich habe es geschafft. Ich markiere euch gerne nochmal den Ort. Ihr könntet bei Greasy auch anfangen. Da stehen auch mal ein paar Whiplash rum. Aber wie gesagt, Chonka Speedway ist perfekt dafür, weil die Dinger sind aufgeladen oder vollgetankt und haben die Offroad-Reifen am Start. Und darum kann ich es euch empfehlen, hier einmal einfach so eine Kurve zu fahren. Also insofern, ich wünsche euch noch viel Spaß. Macht's gut. Bis dann erstmal. Ciao, ciao.